Freut mich natürlich extrem. Habe natürlich in letzter Zeit nicht so viel gespielt. Will natürlich mit meiner Leistung der Mannschaft so gut es geht helfen. Als Stürmer bin ich halt dafür da, die Tore zu schießen. Ist mir jetzt zweimal gelungen, da freue ich mich natürlich mega drüber, weil ich damit einfach dem Verein und der Mannschaft jetzt in der wichtigen Phase damit helfe. Und das macht mich natürlich extrem glücklich. Ich habe auch genau darauf spekuliert, dass er genau dahin spielt. Hat er super gemacht, also super Vorarbeit, ich muss den nur noch reinschieben, ne? Aber wie gesagt, da muss ich dann stehen. Ist natürlich extrem, Wasserhaushalt geht so schnell runter. Wir bereiten uns aber sehr gut vor und regenerieren immer sehr gut. Es war sehr anstrengend, hartes Stück Arbeit, auch gegen eine Mannschaft, die sehr körperlich spielt. Aber wir haben uns bewiesen und ja, sehr froh, dass wir heute gewonnen haben. Natürlich würden wir gerne den Sack früher zumachen. Ich denke, wenn wir in der ersten Halbzeit die eine oder andere Situation einfacher, besser ausspielen im letzten Drittel, dann machen wir da schon das Tor. Dann wird es natürlich hinten raus nicht so spannend. Aber wir haben die Qualität auch immer wieder von der Bank. Ich letzte Woche, jetzt hat Janni super, super gespielt, als er reinkam, immer Qualität nachzubringen im letzten Drittel oder letzten Viertel vom Spiel. Und das hilft uns natürlich auch enorm. Ja, ist schon sehr schwer. Aber ich versuche mich immer wieder zu motivieren. Ich wusste genau, der Moment, der jetzt einfach da ist, der wird irgendwann kommen. Ich wusste es. Und genau in dem Zeitpunkt wollte ich da sein und der Mannschaft damit helfen. Ja, ein bisschen weniger als gegen Dudenhofen, weil wir heute einfach doch besser im Spiel waren und das Spiel gut kontrolliert haben. Hätten meiner Meinung nach das Spiel ein bisschen früher entscheiden müssen, weil wir ganz viele Situationen hatten, wo einfach der letzte Ball gefehlt hat oder ein Meter oder ein Abschluss. Vor allen Dingen, weil wir viel zu wenig aufs Tor geschossen haben. Und ja, aber insgesamt ein hochverdienter Sieg. Und selbst nach dem 1-0 hatte ich ein richtig gutes Gefühl. Und das haben die Jungs dann souverän runtergespielt. Ich glaube, für uns gar kein großer Faktor, eher für den Gegner. Weil der Gegner war ziemlich am Pumpen, schon Anfang der ersten Halbzeit oder Mitte der ersten Halbzeit. Wir haben das Tempo versucht hochzuhalten und man hat gesehen, dass wir bis zum 90. gehen können und das im dritten Spiel in einer Woche gegen Gegner, die schwer zu bespielen sind. Und da kann man mal auf seine Jungs stolz sein. Ja, schon. Dieflin hatte uns wenig angeboten, weil sie relativ viel geschlagen haben. Aber dann haben sie irgendwann versucht, auch mal hinten rauszuspielen. Und dadurch hatten wir die Möglichkeit, auch ein bisschen höher zu attackieren. Aber was wichtig war, wir haben nicht aufgehört, nach vorne zu spielen und vor allen Dingen zu laufen. Und dann mit den Einwechslungen von Yannick Debra auf Maurice Rusch, das hat uns dann einfach gut getan. Janni hat dann auch eine ganz wichtige Aktion, wo er dann tief läuft, den Ball bekommt und querlegt. Und Brandy in seinem zweiten Spiel sein zweites Tor macht. Ja, Matchwinner ist die Mannschaft. Es sind Jungs wie Jay Taiaparan, Maurice Roth, die jeden Zweikampf gewonnen haben. Wie Robin Garnier, der Kilometer frisst. Und Brandy ist ein Puzzleteil, ein ganz wichtiges. Ich glaube, aufgrund auch seiner Erfahrung kann er mit solchen Situationen umgehen. Und hilft uns jetzt natürlich. Und wir hoffen, dass er so weitermacht.